die möchte ich aber nicht haben. Ich kenne den Weg nämlich noch auswendig. Ja, Essig, Schwefel, nein, Wurzeln, ja bitte. Ja, ich weiß, wo er zu finden ist. Ja, genau. Habe ich Formeln gefunden. Wenn ich meine Frau aus, nimm einfach eine Zauberperle. Genau, wir können nämlich jetzt per Zauberperlen Hector Lector. Ich habe diese Zauberperlen von ihm niemals benutzt, weil ich sie einfach total sinnfrei finde. Ach, mein Wuffel ist ja tot. Armes Wuffel. So, einmal heilen. Und weiter geht's. Mehr. Chris Angel läuft wieder. Och nein, nicht schon wieder. Verwirrt, verseucht, wie ich diese Dinger hasse. Ach egal, ich geh mal rein. Heilen wir erstmal die Verseuchung. Ups. Ja, nicht gewollt. Ja, fast hätten die Stacheln uns zermalmt. Wie war das jetzt? Erst unten links. Voll heilen, sehe ich gerade. Hier mit dem Tempel. Ach, stimmt. Ja, diesen Weg kenne ich dann doch nicht mehr ganz auswendig. Dieser Schalter jetzt hier. Sollen. Gehe ich sie noch eben holen? Nein, wir versuchen unser Glück. Wo war der Schalter? War er links oder war er rechts? Lasst uns failen. Wie weit können wir hier hoch? So weit, okay, bis zu der Markierung da. Vielleicht falle ich jetzt nicht wieder runter, das wäre sehr peinlich. So. Okay, dann bis da. Rechts war also nicht, also ist da links. Ich meine, dass dort ein Schalter war. Ja, genau. Und diese Viecher sind so ziemlich richtig, richtig ätzende Monster. Grauen eines jeden Spielers. So, und jetzt unten, oben. Ach ja, ach ja, ach ja. Und weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Ein riesengroßes Labyrinth hier.
hier war der erste Geheimgang, genau. Elfenstaub gefunden. Interessant. Hier war irgendwo noch einer. War hier anscheinend nicht mehr. So, dreimal Schwefel gefunden. Sehr schön. Na nun, wo ist denn so falsch gelaufen? Fail über Fail über Fail über Fail. Ja, dieser Tempel, ich weiß auch nicht, also. Ach, hier geht's lang. Ach, wieder so eine Tür. Ich mag nicht, die tun viel zu ouch. Wie war das jetzt? Hier gab es einen Trick. Ach Mensch. Scheiße. Arg. Nee, hier nicht. Hier. Hau ab. Genau so. Ist das hier diese Bodenplatte? Aua, Mensch, verzieht euch! Meine Fresse, guckt euch das an, genau deswegen mag ich diesen Tempel nicht. Oh nein, genau das wollte ich nicht. Jetzt ist der Hund nämlich auch wieder. Ach nee. Diese Tür ist auch wieder da. Ach, stirb. Spambomben. Stirb. Sehr schön. So, den Hund stellen wir hier ab. Dann lassen wir uns wieder von unserer Tür angreifen. Ach, das gibt's nicht, echt. Also keine Lust mehr. Nimm mal ein Blatt. Nicht.
Scheiße, warum läuft der Köter denn jetzt da runter? Zum Kotzen, ey. Nee, hier ist es mir zu gefährlich, wenn der Junge automatisch läuft. Schubidubidubdubdu. Fick dich in den Arsch und gib dir Tiernamen. Ich bin wieder froh, wenn ich hier raus bin, ey. Wo der Hund steht, attackieren und dann einmal komplett rumlaufen. Und mit den ganzen Satyren, die da rumstehen, das ist, wie ihr seht, richtiges Rumtreibe-Malheur. Das ist richtig nervtötend. Dadurch, dass wir dort jetzt die Platte umgelegt haben, ist ein zweiter Zugang frei geworden. Und zwar, ich glaube, dieser hier, wo uns ein Miniboss erwartet. Ein bisschen mit Höllenfäusten zu spammen. Wär's für diesen Boss? Mini-Boss, tut mir leid. Eine Bodenplattform. Damit öffnen wir die nächste Türe. Und die Musik verändert sich komischerweise. Aber ihr Lieben, wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Secret of Evermore mit eurem Ice Age. Bye bye.